Rechtes oder linkes Auge? Ich will gar kein Auge. Du willst kein Auge? Nein. Und? Ding, 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 ding. Willkommen zurück zu ARK, zusammen mit Izzy. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Wir sind hier ordentlich am Vorbereiten. Die letzte Folge hat aufgehört, dass wir zurück hier ins Paradies gekommen sind. Und wir machen es hier gerade nicht nur Spark Powder, Narcotics, alles im Start. Und heute ist der letzte Tag, bevor es dann morgen ins Schneebium geht. Wir sind noch am Vorbereiten und wir haben eine wichtige Sache noch. Wir wollen uns Waffen machen. Und schaut mal, was wir hier an Metall schmelzen. Wir haben jetzt schon hier 117, das nehme ich mir direkt mal raus. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch fast genauso viel. Ja, 108 haben wir. Ich bin schon entkammert. Ich kann mich nie mehr bewegen. Haha. Ja, lach mich doch aus. Das war mein Kommentar dazu. Kannst du vielleicht die, eine... Oh, nein, das... Wieso kann ich nur eins reintun? Was ist das denn? Was ist das? Kannst du einmal die, das Metall, was hier auf dem Boden liegt, in die Smith-Schmittel tun? Ja, ich versuch's. Ja, mach doch los, dankeschön. Oh, da ist es, da ist es. Das weg soll es sein, dankeschön. Wir müssen auch noch so halb auf jeden Fall diese Folge noch das Haus vorbereiten, denn wenn wir da hinfliegen, brauchen wir so schnell wie möglich ein Dach über dem Kopf, weil es sonst zu kalt wird und die Dinos müssen ja irgendwie beschützt werden. Wir müssen ja quasi in zwei Fuhren hin und zurück. Wir haben uns jetzt auch entschieden, wen wir alles mitnehmen, ne? Wir haben uns entschieden, wen wir mitnehmen. Warte, ich habe gerade mal nur aufgemachtes Rezept für, was ich noch craften muss. Aber ja, genau. Wir haben uns entschieden, wen wir mitnehmen. Und zwar werden wir natürlich die beiden Adler mitnehmen, selbstverständlich. Natürlich werden wir Ash mitnehmen und natürlich werden wir den Alfred auch mitnehmen. Aber wir nehmen auch Akku mit und wir nehmen Ghost mit, also unsere beiden Wölfe. Und zu guter Letzt eben den Kommissar Rex. Das ja, wird unsere, das wir werden sozusagen mit relativ wenigen Dinos da hingehen, aber mit starken Dinos, die uns da beschützen können. Und falls wir es nicht schaffen sollten, wenn wir hin zurückkommen können, Thorsten wird uns Droh spenden können, der Rapunzel wird da für uns sein. Und auch Money nehmen wir nicht mit, Money bleibt hier. Wir wollen vor allen Dingen da ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen mehr mit Stein machen. Das heißt, wir wollen uns da als Ziel setzen, auf jeden Fall einen Ankylo zu zähmen. Mit dem da ein bisschen Stein und Metall zu zähmen. Aber vorsicht, jetzt kommen in den Kommentaren, dass der Dudel viel besser ist. Ja, wir wissen, der Dudel ist besser. Wir wollen halt aber nicht alle Dinos mitnehmen, weil es dann zu einfach, wenn wir einfach alles mitnehmen. Wir wollen halt so ein bisschen nur mit wenigen gehen. Und der Ankylo zähmt halt, er hat halt auch ein bisschen Stein und halt viel Metall. Deswegen nehmen wir den Ankylo mit. Aber vielleicht dafür. Generell brauchen wir super viel Metall für so viele Sachen. Zum Beispiel die Schusswaffen, die Patronen und etc. brauchen auch unglaublich viel Metall und generell ziemlich viel braucht Metall und vielleicht bauen wir da die Base auch noch nachträglich irgendwie was mit Metall aus oder so. Wir können auf jeden Fall da ein bisschen mehr mit Metall dann rumexperimentieren. Haben wir eigentlich, wir brauchen eigentlich auch Metall, zum Beispiel nur ein Metallhaus ist sicher von einem Giganoto. Wenn der kommt und ein Stein haut mal da kaputt, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber Holzhäuser können zum Beispiel auch vom T-Rex kaputt gemacht werden. Das heißt, wir brauchen eigentlich Steinmauern, aber wir wollen halt dann ein Holzhaus in der Mitte bauen, weil das schöner aussieht, so aus ästhetischen. Aber, wow, so ein Holzhaus im Schneebiom sieht doch schön aus. Jetzt hat sich gerade mein ganzer Bildschirm hier einmal, jetzt sagt mein... Dann mach ich doch... Mein Bildschirm sagt einfach hier nur kein Eingang, aber ich habe Gott sei Dank zwei Bildschirme, vielleicht... Ist einfach rübergezogen. Vielleicht kommt der... jetzt kommt der Bildschirm jetzt wieder. Jetzt ist ja gerade ein bisschen alles hier ein bisschen durcheinander, das muss man natürlich sagen. Ich hoffe, deine Aufnahme ist nicht kaputt gegangen. Ich hoffe es auch, ich bin verwirrt, mein Bildschirm geht an und aus, also da scheint irgendwas nicht ganz im Reinen zu sein. Koscher. Das ist definitiv nicht koscher, nein, nein. Und da bin ich auch soll ich denn jetzt verwirrt. Eigentlich komplett die ganzen Wände dann aus Holz bauen jetzt schon so? Und die Foundation dann machen wir aus Stein? Oder soll ich auch schon eine Stein-Foundation machen und die upgraden wir dann nachher aus Stein? Mit Stein? Ja, aber ich hätte eine Frage. Und zwar, Izzy, wie sieht es denn aus mit, ich hoffe, meine Aufnahme geht kaputt, während hier die ganze Zeit mein Bildschirm an und ausgeht. Das ist gerade ein bisschen komisch. Jetzt sind wieder beide Bildschirme da. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Also, Izzy, nämlich, wir haben doch eigentlich ganz viele Blueprints gehabt. Wo haben wir die denn hingetan, als wir sortiert Blueprints haben? Blueprints sind alle in der Schmitzi drin. In der Schmitzi, okay, weil hatten wir nicht schon ein Blueprint von der Waffe, die wir jetzt machen wollen? Ja, haben wir. Ah ja, genau, hier hast du die Shotgun. Shotgun soll wohl nicht so gut sein, aber hier, die genau. Longneck haben wir auch. Primitive Longneck. Ach, schade, dass es nur die Primitive ist, ne? Wäre voll gut. Ja, aber die hat immer noch bessere Stats als die Standard, ne? Echt? Ja, das müsste eigentlich eine bessere, die müsste bessere Stats haben. Also generell, die Blueprints haben doch immer bessere die Stats. Die hat Max Durability von 73 und Weapon Damage von 117,5. Kannst du ja mal vergleichen, wenn du die erlernst. Ja, wenn ich die erlernen kostet, aber, ne? Ja, aber jetzt auch nicht so viel, ne? Musst du wissen. Ja, wir haben eh so viele Punkte. Hier, Longneck Rifle. Die learn ich mal. Ach, nee, unlearn? Wieso kann ich die nicht lernen? Ach so, Requirements, Flare Gun.
Ja, ich schaue in der Wiki nach. Dann lass uns einfach die. Ich schaue in der Wiki nach. Da muss es doch stehen, ja. Aber wie ist es? Durability hat die nur 70 normalerweise, ja. Dann scheint es auf jeden Fall mehr zu sein. Machen wir das. Sollen wir jetzt tatsächlich komplett erstmal alles auf ein Holzhaus auslegen, also auch Holzfoundation machen und die grayen wir dann nachher durch Steinfoundations ab? Ja, wir wollen ja vor allem das Außending halt machen, ne? Ja. Okay, das heißt, wir machen es erstmal so, dass wir generell schnellstmöglich ein Haus bauen können, wo wir dann alle in Sicherheit bringen. Zumindest in Holzform in Sicherheit. Das heißt, Leute, ist es auf jeden Fall soweit hier. Ich crafte schon mal die erste Waffe. Die erste Waffe wird jetzt hier gemacht. Und wir werden nachher noch das Schneebiom, werden wir noch auskundschaften nach einem richtigen Ort. Da fliegen wir dann einmal schnell hin. Da ist die erste Waffe, Izzy. Und wir brauchen natürlich noch die Munition dafür, hier. Boah, die geht so schnell weg hier, weil du irgendwelche Sachen herausnimmst. Die erste Waffe ist da. So sieht die aus. Warte, da ist sie. Warte, ich will sie auch sehen. Pass mal auf hier jetzt. Hey. Zeig schon mal her. Jetzt. Alter, die sieht schon ganz geil aus. Boah, die ist ganz schön lang. Boah, die ist echt mega lang, also ohne Witz. Ist auch eine Longneck Rifle. Muss ich auch mal hier anschauen, wie das ausschaut. Wow, Alter, die ist echt ganz schön krank. Aber nicht schießen, ja? Nein. Die Ammunition dafür müssen wir selbstständig machen. Und das muss ich aber, glaube ich, lernen. Mal schauen. Die Ammunition. Ammo. Die musst du auf jeden Simple Fall lernen, Rifle Ammo, die muss ich lernen. Habe ich jetzt auch gelernt. Geil. Und da können wir später auch die Tranquilizer Darts, also noch bessere Narkotikpfeile sozusagen. Die sind ziemlich teuer, aber sie sind halt cool und deswegen wollen wir sie auch machen irgendwann mal. So, Simple Rifle Ammo, die muss ich machen in der Smith mit Gunpowder. Die sind halt quasi so das letzte Level von Trank-Pfeilen, wenn man so möchte. Ne? Das ist halt so das krasseste, die krassesten Trank-Pfeile so im Spiel. Auch wenn sie verhältnismäßig sehr, sehr teuer sind, ist es halt so das coolste eigentlich im Game bislang. Es ist einfach das coolste. Ich also neben uns, weil wir sind natürlich die coolsten im Game. Mm. Ja, egal. Schau mal kurz, wir haben ja hier alles sortiert, das wisst ihr ja, falls ihr letzte Folge gesehen habt. Ah ja, wir haben ordentlich Charcoal. Wuscht ich's doch. Ist jetzt wie groß machen wir das Haus von der Foundation, was meinst du? Ja, also wenn wir 4x4 wären es ja schon, 4x4 wären ja schon... Also ich habe jetzt schon tatsächlich 7 Foundations gemacht, lassen wir 8 machen? Ja, aber 4x4 wären halt 16, ja. Wird schon... Ja, wir sollten schon eigentlich so viel, aber es wird halt schwer, ne, also ich meine vom Gewicht her, aber gut, wir gehen ja auch mit T-Rex hin, wir können ja alles in T-Rex packen, also ich würde sagen, alle Sachen, die jetzt so schwer sind, tun wir in T-Rex, weil wir gehen mit dem, wir waren ja vor, mit den Adlern zu fliegen und die Wölfe unten dran zu hängen, dahin zu fliegen, dann schon mal da Rast zu machen, einer bleibt da und bewacht das und einer fliegt zurück, holt sie in T-Rex und kommt dann mit dem T-Rex und dem anderen Adler im Schlepptau wieder zurück, das ist der Plan, deswegen, tu alles in T-Rex einfach rein. Aber 4x4 würde bedeuten 16, oder? 16, ja, 16. Das für 16, genau, 16 Foundations ist echt schon relativ viel, ne? Mhm. Okay. Mal gucken, ob wir das alles geschleppt bekommen. Ich meine, jetzt 7 Foundations wiegen schon 28. Wenn dann noch Wände und alles dazu das kommen. Das geht aber. Das geht noch. Die checken sich. Ich mach's einfach mal und ich bin mir sicher, dass das in Ordnung ist. Okay. Wenn du das sagst. So, jetzt kommt ja alles kommt das hier rein. So, Gunpowder möchte ich machen. Das ganze Inventar ist auch voll. Wir haben auch so viel Narcotics. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ja, wir haben mega viel Narcotics, das können wir dann auch noch für diese kleinen Dart-Pfeile da machen. Ja. So. Oh, und gerade leckt ein bisschen. Leckt gerade, ne, ja. Kann so viele machen, kann über 200 vom Gunpowder machen. Ich nehme erstmal hier ein bisschen raus. Ich glaube, es scheitert nämlich auch am Metall irgendwann hier, was wir haben. Also rein damit. Und jetzt Weapons, Ammo. Hier ist Simple Bullets. Ja, kann ich jetzt schon mal ein paar machen. Oh, 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 Izzy. Izzy! Ja, bitte? Hände hoch oder ich schieße! Nein, ich bin in Kambat, lass mich in Ruhe! Los, geh raus aus meinem Haus! Geh raus aus meinem Haus! Oh Mann, ja, lass mich! Was machst du? Ich wollte. Ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte mich hier verstecken und wie Minecraft sneaken, aber dann boxt der auf Steuerung. Du also boxst hier nicht, keine Gewalt in meinem Haus! Spring hier runter, los! Nein, nein, das ist zu tief, dann sterbe ich. Ich schieße, wenn du nicht gehst. Ich schieße, geh runter! Geh da runter! Los! Nein! Doch, bleib stehen! Hände hoch oder ich schieße! Hände hoch oder ich schieße! Ich dachte, okay, das lässt sich gelten. So, und jetzt langsam nach vorne bewegen. Ja! So. Okay, dreh dich mal so. Ja. Nee, so. Nein, andersrum. Ja. Jetzt halte W gedrückt. Was? W gedrückt halten auf deiner Tastatur. Ja.
Hab ich gesagt, stopp, hab ich nicht gesagt. Du machst jetzt, was ich sage. Lass mich in Ruhe. Du machst jetzt, was ich sage. Lass mich. Ich breche aus. Du brichst nicht aus. Komm zurück. Ich bin weg. Du siehst mich nie wieder. Komm zurück, bitte. Okay, aber dann darfst du nicht mehr schießen, ja? Ja. Ich hab nämlich deinen Adler gekidnappt. Ja, das hab ich gesehen. Sonst hätte ich geschossen. Ich habe auch trotzdem geschossen, ehrlich gesagt. Hast du geschossen? Ja, der wäre vielleicht one shot down gewesen, ich weiß nicht. Alter, da musst du echt aufpassen. Kommst jetzt wieder runter ins Haus, Izzy? Ja, ich baue weiter. Ich brauche noch eine Foundation. Du hast meinen Helm kaputt geschossen, du Arsch. Alter. Du hast direkt meinen Helm kaputt gemacht. Komplett? Ja, der ist einfach zersprungen. Und wie viel Schaden hast du bekommen? Der obere Strich vom Kreuz. Krass. Also schon so 30% Schaden. Ja, schon viel. Ja. Ja, mal und gucken. Der Helm hatte noch so 3/4. Wow. Okay, du kannst ihn reparieren, ne? Entschuldigung. Ich glaube, nee, das ist ja der Dinosaurierkopf. Alter, doch, den kann ich auch reparieren, stimmt. Ist hier irgendwo ein Dilo? Da hinten ist ein Dilo. Ich will ein Dilo kaputt, Mann. Haben wir noch so ein Scope-Attachment? Haben wir nicht sowas? Oh, ist mich runtergefallen. Ja, wir haben voll viele davon. Also zumindest Blueprints. Nee, du musst oben in der Waffenkiste gucken. Da ist es drin. Okay. Stimmt, das kannst du direkt mal abchecken. Ja, ich check erstmal, wie schnell man ein Dilo töten kann hier. Ich kann den Helm nicht. Ich kann den Helm nicht craften, den musst du machen. Dilo, komm doch her! Ein Schuss tot! Ja, normal. Haha! Tja. Der kann man gar nicht Dilo. Bleib da, wo du bist. Dilo. Wir haben kaputt gemacht. Mit meiner Waffe. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, Leute. Wie viele Wände brauchen wir denn dann? Wir auch 16, ne? Ne, kann ja eigentlich nicht sein. Also, erstmal um das zu umranden. 4, 8, 12, 16. Mhm. Viel mehr halt. Also, um das zu umranden, braucht man 4. Man braucht, also kommt drauf an, wenn wir 2 hochbauen, dann wird es halt direkt das Doppelte, ne? Also, wenn man nur eine machen würde, wären es logischerweise 4 und 4 ja, und 4 und 4. Also wieder 16. Also 32 Wände bräuchte man, wenn man es 2 hoch machen will. Das ist viel. Aber ich reicht ja auch erstmal eins rum. Eins kann ja auch mehr Windows machen, die sind ja auch dann günstiger und glaube ich sogar leichter. Das kann sein, aber ich glaube minimal auch. Schau mal oben, was die Waffenkiste sagt, Leute. Ist ja ordentlich vorbereitet für Schneebiom, ich schieße nur ein bisschen rum. So. Ne, ist falsch. Da ist auf jeden Fall noch die Scope und so weiter, die Scope Attachments und sowas alles. Hier ist ein Silencer. Flashlight. Ah, wir haben noch eine normale Ramshackle Pistol hier. Ja, Scope Attachment. Coolio. Und du musst meine Rüstung. Okay. Coolio. Meine Rüstung bald wieder reparieren, die du kaputt geschossen hast. Izzy, guck mal zu mir. Das kannst du auch selbst machen. Du musst es nur in der im Fabricator machen und den anmachen. Ah ja, okay, stimmt. Bleib stehen. Bleib stehen! Rechtes oder linkes Auge? Ich will gar kein Auge. Du willst kein Auge? Nein. Und? Ah! Ah! Alter. Du Arsch! Wow! Alter, die ist stark! Die ist stark, du hast komplette Flakrüstung bis auf den Kopf halt an. Ich hab den Kopfschuss gegeben. Ich weiß nicht, ob das dann sehr realistisch, dass du dann stirbst auf jeden Fall. Junge. Ja, ich nehm dir alles wieder. Guck mal, es gibt zweimal einen Izzy. Hä, wieso lässt du ihn angezogen? Hab ich nicht. Ja, bei mir hast du ihn wieder angezogen hier auf dem Boden. Ich hab eigentlich alles an. Hä, hey, fehlt mir nicht irgendwas noch jetzt? Oder hatte ich nichts im Inventar? Ich hatte, glaube ich, nichts im Inventar. Mann, Junge! Was soll das denn? Die Waffe ist voll cool. Ich habe ein Monster-Leck gehabt. Waffe ist voll cool. Ja, richtig cool. Hast du Spaß? Ja. Hä, bei mir hat immer noch der Typ auf dem Boden die Rüstung. Siehst du den noch, den Typ auf dem Boden? Ja, bei mir auch. Aber der hat die nicht mehr, ne? Wenn ich da Access Inventar Nee, ich hab's hier an und du siehst doch, dass ich die anhabe, oder? Doch, hier. Dead Equipment ist drauf. Hey, du siehst aber doch, dass ich das auch anhabe. Nö, bei mir hast du nichts an. Hä? Ich hab alles an.
Hä? Was ist, wenn ich jetzt rausnehme? Ja, ich kann es auch rausnehmen. Echt? Ja, ich hab's jetzt. Oh, ich hab meine nicht mehr an. Das war ein Leck. Jetzt ja, genau! Jetzt ist meine! Hände hoch oder ich schieße! Oh nein, Junge. Oh, ich hab keine Ammunition mehr. Okay, du kriegst es. Hey, wie ich die auf einmal nicht mehr habe, wenn du die wegnimmst, was ist das denn? Hier, da. So. Was ist da los? Aber ich gerne die Schmitzi-Leute und crafte neue Ammunition. Oh, Junge. 40 konzentrier Stück dich mal lieber aufs Schneebium. Ja, okay, ich konzentriere mich jetzt auf Schneebium. Wir brauchen ja auch noch die Fuhr-Armor, das heißt die Armor, die, die deutlich wärmer hält. Die brauchen wir dringend und davon haben wir noch nicht alles, Izzy, ne? Wir haben, zwar, wir haben ja ordentlich Pelt, das heißt, wir können es eigentlich auch alles dann machen. Wir brauchen dann, aber, oh, Granaten können wir auch mal machen. Okay. Oh, wie viel wiegt eigentlich so Ammunition? Das ist ja auch mal interessant. Ach, wiegt nicht so viel, es geht. So. So, weh, ich verliere jetzt wieder meinen Kopf. Nein, nein. Keine Sorge, Itzel. Hm. Ey, man kann ja auch aus, ich kann jetzt hier rausschießen aus dem Fenster, ne? Ja. Ich kann jetzt so rausschießen aus dem Fenster und... Hm. Es gibt aber keinen Gegner, leider. Gegner vor allen Dingen. Also es gibt mit halt dem Itzy, Ding, ne? Hast du keine Gegner. Doch, ein Fisch! Ein Fisch! Ist ein Gegner. Fisch ist eine Art Gegner, ja. Da ist ein Fisch, der sich bewegt. Warte. Und, warte. Ich weiß nicht, ob ich durchs Wasser schießen kann. Mal gucken. Yes! Als ob. Ich will auch so eine Waffe, mach mir auch so eine. Ja, brauchen wir noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du damit umgehen kannst. Weißt du, ist nur für große Jungs. Ich glaub das schon. Da bin ich mir sicher. So. Dann haben wir, hier müsste es ja wenn dann drin sein eigentlich. Ja, genau. Also wir haben zwei Fuhr-Chest-Pieces auf jeden Fall. Also, das ist sozusagen die Oberbekleidung. Haben wir aber leider nur eine Leggings. Habe ich denn nur eine gemacht, Izzy? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir nur eine Leggings. Vielleicht hat sie nur zu wenig Ressourcen. Ja, und vielleicht habe ich nur eine gemacht. Das kann schon also sein. Ich habe auf jeden Fall letztes Mal schon mal eine getragen in der Folge, am Ende der Folge. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob du dann auch gleichzeitig eine anhattest. Kann sein, dass keine hatte. Ich schau mal jetzt hier Armor. Vor-Armor. Bräuchten wir halt noch eine Hose. Gecraftet. So, und dann brauchen wir mehr Metall für die nächsten Sachen hier. Ich weiß nicht, ob ich hier noch eine Waffe machen kann. Wir haben zwar viel Metall, aber wir brauchen halt auch viel Metall für unsere... Wie, was? Ich will auch eine Waffe. Ja, ist ja nicht gut, wenn du auch eine Waffe hast. Ich glaube, Waffe muss man verantwortungsvoll auch ein bisschen sein, ne? Ich glaub's da wohl nicht. So, ich craft dann zweimal den, die Handschuhe kaufen auch zweimal. Ich habe zweimal den, die Gauntlets hier, die Handschüchen und die Schuhe kommen jetzt auch noch zweimal dazu. So. Ich hole gerade übrigens noch ein ganz kleines bisschen Wood dann für die Base. Die braucht echt sehr, 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 sehr viel Wood so ein Haus. Das ist der Wahnsinn. So. Das ist jetzt alles fertig. Okay, dann schauen wir nochmal, ob ich die Waffe auch noch machen kann, Isir. Wenn ich kann, mache ich die, aber ich kann nichts versprechen. Hm. So, die Waffe. Ja, die kostet halt 134 Metal Ingots. Und wir haben derzeit nur 51 hier in der City. Es wird alles noch gebraten die ganze Zeit? Es wird noch was gebraten, ja. Im Fabricator wir kriegen das ist noch richtig viel, ne? Ja, das habe ich alles schon rausgeholt, glaube ich. Oder? Echt? Im Fabricator, in der Smithy? Ah, ne, 31. War noch 31 drin. Ah, okay. Habe ich hier mal reingezogen. Das heißt, das sollte eigentlich jetzt im Laufe der Folge noch fertig werden, oder? Im Laufe der Folge wird das fertig, ja. Und ich würde auch sagen, weil, weil ich jetzt leider so ein bisschen hier ein bisschen rumgetrödelt habe. Oh, da hinten ist ein Mammut, das kann ich auch noch abschießen. Ey, das bin ich, ja auch. Ich weiß. Mein Gott. Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Bleib stehen! Nein, ich Holzfarmi! Holzfarmi! Bleib bitte einmal stehen! Och Mann! Einmal stehen wir jetzt, genau, jetzt stehen bleiben, warte. Ah, nicht getroffen. Hast auch nichts gehört, ne? Nee. Schade, dass wir cool nur so ein Wusch gehört hätte, so knapp vorbei. Du könntest viel lieber mal einen Schatz und Schwachsinn zu machen, zu gucken, wo wir dann unser Haus bauen. Ja, das wollte ich auch, sagen, aber wir können es ja auf der Karte, können wir halt schon mal gucken. Also es ist halt wichtig, ist ja, dass wir irgendwie Wasser haben. Irgendwie müssen wir Zugriff zu Wasser haben, damit wir... Oder verlassen uns einfach auf den Regen. Wir können es auch auf den Regen verlassen, ich glaube sogar bei Schnee. Quatsch. Man kann halt so, oh, hier unten ist wir noch ziehen auf den Berg und legen eine Wasserleitung bis nach ganz oben. Das ist halt ein Ding, so eine riesen Wasserleitung ist halt ziemlich aufwendig, ne? Wie die Römer. Okay, warte, hier vorne ist noch ein Paul, vielleicht kann ich den Paul noch töten. Oh, Junge! Nur ein Paul noch. Den hätte man niemals eine Waffe in die Hand drücken sollen. Kopfschuss für Paul, warte.
Oh, scheiße, er guckt hier. Er ist ungeduldig. Er ist ein bisschen. Er hat Angst. Hm, hätte ich Paul, auch. Du musst doch keine Angst haben. Paul, bleib stehen. Schieß dich doch nur. Paul? Keine Angst, Paul. Es geht schnell und schmerzlos. Paul! Oh, komm schon, Paul. Ich will dich doch nur töten, Paul. Paul? Ich möchte ihm halt einen Kopfschuss geben. Oh, auch ein normaler Schuss hat gereicht. Alter Schwede, ein Schuss tot. Ist doch besser als gedacht. Alle Leute sagen immer, die ist nicht so gut, aber die ist schon ziemlich gut, finde ich. Ja. Weil wir auch nicht so viel mit dem Crossbow rumexperimentiert haben. Ich glaube, der hätte auch relativ schnell Dinos getötet, oder? Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Aber die Waffe ist aber schon sehr, sehr geil. Das muss man schon sagen. Also ein Adler-One-Shot in den Kopf auch down, glaube ich, ne? Ja, ja. Die meisten Adler sind mit einem Schuss wahrscheinlich nicht mal in den Kopf tot. Deswegen, das ist schon richtig geil. Und vor allem hast du halt so mit dem Scope-Attachment hast du ein richtig krasses Zielrohr. Also du kannst richtig weit gucken. Naja, auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Musst du nur noch treffen, ne? Muss man nur noch treffen. Das ist auch viel besser irgendwie als mit der, viel zuverlässiger als mit der, als mit dem Fernrohr. Mit dem Fernrohr, finde ich, ist es immer viel, viel... Voll schwer, da was zu treffen, ne? Ja. Irgendwie, also was zu anfixieren oder generell zu finden, ja. Ah, nee, ja, ich würde es auch gerne mal benutzen, tatsächlich, muss ich sagen. Also es wäre cool, wenn du da gleich vielleicht noch Ich mach dir eine, das ist kein Ding, schlecht. Ja? Ich mach dir das, es dauert noch ein bisschen, dann bekommst du aber auch deine verdiente Waffe, das muss man sagen. So, dann guck ich nochmal hier auf die Map. Also, es gibt halt diesen Fluss, seht ihr das ungefähr, Leute, bei links 30, unten 30? Bei 30, 30, da ist so ein Fluss halt, da ist so ein Mini-Berg. Und da ist vielleicht nicht schlecht, weil man da halt eine Wasserleitung hat. Man ist im Schneebiom. Und, man ist auch nicht so weit weg von den Bergen, um Metall zu farmen. Deswegen würde ich das fast vorschlagen, ungefähr in der Ecke zu sein. Siehst du das? Bei 30, 30, so ein bisschen links im Quadrat links über 30, 30, so eine Ecke bei 30, zwischen 30. Zwischen den zwei Bergen am Wasser da unten. Ja, genau. Da, wo der Fluss so breiter wird. Müssten wir halt mal vor Ort dann nachschauen, wie es da aussieht. Dann, ja, ne? Würde ich auch sagen. Ich glaube, da könnten auch Giganotus vorkommen. Das sind die krankesten Dinos halt. Deswegen ist es da auch nicht ungefährlich. Aber ich glaube, die können auch überall im Schneebiom vorkommen. Ja, aber guck mal, siehst du das da bei 30, 30? Ah, da ist so eine kleine Insel in dem Fluss. Siehst du das? So eine Mini-Insel. Ja, ich weiß aber nicht. Vielleicht ist die aber auch im Wärmegebiet, weißt du? Also, dass die da schon wieder im warmen Bereich ist. Aber ich würde nicht so, ich würde schon eher so ins rein, dass wir nicht so direkt am Rand sind, weißt du? Wenn schon, denn schon, denke ich mir so. Ja, dann sollten wir aber auf jeden Fall checken, irgendwie generell, wie es rund um den Fluss aussieht. Da könntest du ja dann irgendwie dann, oder können wir da mal lang fliegen und dann mal anschauen, irgendwie so. Ja, ja. Das sieht aber ganz cool aus, muss ich sagen. Da hätte ich Lust drauf, Izzy. Das wird eine kalte Zeit, aber es wird auf jeden Fall auch sehr spaßig. Was hast du jetzt noch geholt? Hast du noch Holz geholt? Ich habe noch richtig, richtig viel Holz geholt. Okay, für ein paar Wände, Leute. Das heißt, die letzten Wände werden wir jetzt auch noch dann fertig machen zwischen den Folgen. Ein paar Wände haben wir schon. Das sind alle Wände, die du hier hast, sind hier in der Smithy, ne? Ja, Wände und die Foundations. Wände und Foundations sind hier. Wir haben hier unsere Rüstung, die uns warm halten wird. Zum Teil hier, drei Stück sind auch noch oben. Das heißt, die werden wir anziehen, dann tun wir die letzten Sachen alle hier in den Racks. Hast du jetzt die komplette Rüstung gecraftet? Ja, die ist schon gecraftet. Geil. Wenn das mit letztem Metall hier fertig ist, bekommt Izzy auch noch seine Waffe. Ja, das dauert ja auch nicht mehr ewig, bis das hier dann alles fertig geschmolzen ist. Und dann Izzy geht es in der nächsten Folge, die morgen um 18 Uhr kommt auf dem Kanal von Izzy. Link ist in der Beschreibung. Geht es dann ins Schneebiom. Dann lassen wir alles zurück. Dann packen wir nochmal ein bisschen Fertilizer hier rein, dass die hier nicht kaputt, dass die Pflanzen hier nicht kaputt gehen, während wir abwesend sind. Und deswegen sammle ich hier auch schon, wie ihr seht hier, fleißig Kacke die ganze Zeit, um neuen Fertilizer zu machen. Das ist und cool. Dann schließen wir alle Fenster selbstverständlich. Und ne, passen auf, ne, ziehen die Steckerleisten und sowas, alles machen wir aus. Ganz normal, und, Kühlschrank, ne, haben wir gar nicht. Sagen nochmal, verabschieden uns von allen. Und dann sind wir für einen Monat, werden wir ins Schneegebiet ziehen. Für den gesamten Dezember sind wir dann also weg. Und schauen mal, ob wir da überleben können. Hast du deine Skier schon eingepackt und dein Snowboard? Oh, das mache ich auch. Ach ja, Leute, das ist ja auch noch ein Punkt, ne? Izzy und ich sind gerade jetzt bei dieser Folge hier, bei dieser Folge wirklich, ja, sind wir den ersten Tag richtig Snowboarden unterwegs, ne? Das heißt, da kommen auch Videos wahrscheinlich auf beiden Kanälen vom Snowboarden. Checkt das auch nochmal aus. Und wir sehen uns dann morgen spätestens bei ARK natürlich wieder auf dem Kanal von Izzy. Vielen Dank heute fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wir haben eine Waffe endlich mal am Start und die ist ziemlich, ziemlich geil. Ich habe auch aus Versehen Izzy getötet. Es tut mir leid. Ich schieße nochmal ein Ding in seinen Kopf. Tut mir sehr leid. Fuck. Eieiei. Das habe ich gehört. Guck mal, ist ja eine kleine Beule hier am Kopf. Nochmal am Kopf geschossen, deine Leiche. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und ciao. Tschüss.